Kann man überall, sogar oben auf einem Laternenmast. Wer das nicht glaubt, der muss nach Paris fahren oder sich unseren nächsten Beitrag ansehen. Denn in der französischen Hauptstadt ist ein Mann aus Guinea die große Attraktion. Er gilt als der begnadetste Fußball-Freestyler der Welt. Seine irre Show oben auf dem Montmartre ernährt ihn nicht nur besser als das richtige Fußballspielen, sie macht es ihm auch möglich, in seiner afrikanischen Heimat Gutes zu tun. Da ist Ia, der Ballvirtuose, ein Star. Alexander Oetker zeigt uns jetzt, was er kann. Was macht der Mann denn da mit dem Ball auf dem Kopf? Eine tausendfach gestellte Frage bei all den Touristen hier oben an Sacré-Cœur auf dem Pariser Montmartre. Ist er einmal oben und tut, was Ia Traoré ebenso tut mit dem Ball auf der Laterne, fragt niemand mehr, was er da macht, sondern nur noch, warum. Das ist wie im Leben, ich will ganz nach oben und deshalb gehe ich darauf auf die Laterne und im Ernst, ich bin da noch nie runtergefallen, man darf da einfach nicht drüber nachdenken. Und außerdem können die Touristen meine Kunststücke da oben viel besser sehen. Hier ist er noch ganz ruhig als Ballbuddhist, doch dann legt er los. Ia Traoré ist ein begnadeter Ballkünstler. Freestyle Football nennt er seine Kunst und die zeigt er Tag für Tag hoch oben über Paris für einen schmalen Taler. Ich habe schon überall gespielt, unten am Eiffelturm, am Trocadéro und überall in Frankreich. Aber hier oben sehen mich eben die meisten und hier haben sie auch Zeit zuzusehen. Sogar im Präsidentenpalast hat Ia schon gekickt für Ex-Präsident Chirac und mit Ronaldinho ein paar Monate bei Paris Saint-Germain. Den großen Durchbruch auf dem Platz hat er aber noch nicht geschafft. Dafür lieben ihn seine Fans auf dem Altstadtberg. Ja, kann gute Tricks und so, auf jeden Fall. Super, also ziemlich spektakulär. Das ist doch echt verrückt. Unglaublich ist er. Und sein Vorbild macht Schule. Längst versuchen sich auch andere am Kicken gegen Kohle. Sie alle haben bei Ia gelernt und wissen aber auch, seine Laterne ist für sie tabu. Sie müssen mit dem Ball auf dem Boden bleiben. Er hat mir so viel beigebracht, er ist immer noch der Meister und wir alle wollen da mal hinkommen. Ia selbst versucht mit seiner Kunst auch etwas zu bewirken. Der Einwanderer aus Guinea hat ein Hilfsprojekt in seiner Heimat geschaffen und erklärt Kindern dort, wie sie mit Sport aus der Armut kommen können. Ich hatte so viel Glück hier in Frankreich und für die Kinder in Guinea bin ich ein Idol. Und jetzt können sie dort in meinem Verein Sprachen lernen und zusammen trainieren, um es dann auch hier in Europa mit dem Fußball zu versuchen. Und damit noch mehr Geld nach Afrika fließen kann, geht's jetzt wieder rauf auf die Laterne. Den besten Blick auf die Stadt da unten gibt's für den krassen Kicker inklusive. Jetzt muss er nur noch ein paar Tore schießen. Gleich kommt noch das Wetter, in dem